Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag hier in der NPBL. Wir befinden uns am 5. Spieltag, sind wir, glaube ich, oder? Genau, ich meine ja. Wir haben dreimal gewonnen. Am letzten Spieltag reden wir am besten nicht drüber. Und heute geht's gegen Christian und sein Team rund um Giga Lapras und Pipi. Man kennt es, man hat ein wenig Respekt davor. Wir treten hier an mit einem Schugebärenkotel, mit einem Kersalbären-Glurak. Ich glaube, das heißt auf Deutsch ein bisschen anders. Anti-Elektrobäre auf jeden Fall. Dann haben wir unser Suicune mit der Offensivweste mit dabei, weil sein Team relativ speziell ist. Dann haben wir Tromborg mit dem Lebenorb. Das soll unser Breaker sein gegen Lapras. Wir haben Metagross mit dem Schwächenschutz und Kleopatra mit an Bord. Und ich würde sagen, damit gehen wir rein. Ansonsten, ne, wenn ihr genau wissen wollt, was sind die Strats, dann schaut gerne sonst nochmal in Speed Team Building, wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt. Und dann lassen wir Christian nicht länger warten, gucken, was er mit dabei hat. Und wir müssen an den Schnüffler denken, okay? Wir müssen an den Schnüffler denken. Wir sehen kein Lapras, okay, schade. Ja, dann sehen wir vielleicht hier auch heute kein Tromborg. Das ist sehr interessant. Irgendwie will es mit Tromborg vielleicht nicht. Wir gucken uns gleich in Ruhe an, wie es rund um Tromborg aussieht. Er hat Rizeros mit, aber interessanterweise kein Bizarro-Raum, wenn ich das jetzt richtig sehe. Er könnte halt mit Doppel-Elektrolin, was glaube ich okay wäre, wenn er nicht unbedingt Dynamax. Dafür ist Suicune ja so ein bisschen ausgerichtet, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es hier zumindest eines der beiden Elektro-Pokémon mitkommen wird. Rotom ist generell nervig, weil der natürlich auch so irrlichten könnte. Ja, was ist jetzt unsere Strat dagegen? Gehen wir trotzdem für Donald Trump? Ich überlege gerade, weil der sieht eigentlich ja gar nicht so schlecht aus, oder? Also mit Geist treffen wir wirklich alles neutral bis effektiv. Pflanze haut Rizeros um. Ich glaube, ich gehe sogar für den Ursprungsplan. Will ich auch für Fujitora gehen? Der war ja eigentlich vor allem so Kreideschrei. Nee, ich glaube, Fujitora fühle ich weniger. Gehe ich hier für den Terrier-Modus, maybe? Könnte ich mir sogar vorstellen. Will ich Kotl und Glurak in the back haben oder will ich Metagross mit Schwächenschutz noch haben? Ich glaube, ich gehe für Kotl und Glurak in the back. Ich glaube, das könnte okay sein. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, Tromborg ist trotzdem ganz gut, so vom Matchup her. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Und vor allem werden wir jetzt gleich zwei Items erfahren können direkt. Und ich glaube, das ist besonders nice, wenn ich die richtige Fähigkeit spiele. Aber eigentlich habe ich die eben nochmal überprüft. Deswegen mal gucken. Okay, es geht los. Sehr interessant, dass er kein Lapras und kein Pipi mit dabei hat. Ghosty und Flo, das ist Voltula und Rizeros direkt. Okay, ich glaube, das ist aber in Ordnung für mich. Zumindest im Normalfall. So, und wir sehen, welche Items. Anspannung spielt er tatsächlich. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber ehrlich gesagt nicht erwartet. Fokus, Gurt und Evolit. Okay, das ist doch schon mal eine sehr gute Info für uns. Fokus, Gurt und Evolit hier drauf, ja. Makes sense. Ich würde sagen, wir haben trotzdem eigentlich ein ganz gutes Lead-Matchup. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Will ich hier einfach für Dynamax Holzgeweih gehen? Dann kriege ich ein bisschen Recovery, was eigentlich ganz cool wäre. Kann auch sein, dass er hier natürlich erstmal eine Runde Dynamax. Ich könnte auch für deiner Erdstoß gehen. Eigentlich sollte unser Terrier-Modus alles ganz gut leben. Also Rizeros wird natürlich ein bisschen scary, weil wir sind nicht physisch defensiv. Aber ich glaube, wir packen da trotzdem alles ganz gut. Deswegen baller ich da jetzt einfach mal eine Dynaflora raus und gehe hier für die Standpauke. Schwäche damit Voltula an. Speed Control, brauche ich die unbedingt? Wäre natürlich auch nett, to be honest. Ja, to be honest mache ich das, glaube ich, sogar. Ja. Komm, wir gehen ein bisschen auf Speed Control, falls er hier irgendwie rauswechseln sollte. Und genau so ist es. Und wir sehen, dass Ziggy hier reinkommt. Und Ziggy ist Argüion. Okay. Dann sollte aber unser Suicune jetzt gleich schneller sein als Argüion, weil auf den sind wir eigentlich gespeedcreept. Und wir sollten jetzt auch eigentlich jeden Hit überleben. Und eigentlich sollten wir jetzt auch einen leckeren Eissturm rausbekommen. Pflanzenmove macht natürlich nicht so viel, gibt aber Suicune Recovery. Und das finde ich schon mal grundsätzlich ganz gut. Ich glaube hier nach, wen werde ich hier nachfokussen? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal ganz gut Druck. Und da muss er jetzt gucken. Und Donald Trump ist auf jeden Fall hier mal am Start. Wir sehen, was hier so passiert. Lichtschild, interessanterweise. Das ist okay. Das ist sehr in Ordnung, würde ich sagen. Wir kriegen den Eissturm raus. Wir treffen den Eissturm auch auf beiden. Mons. Und das macht gegen Ziggy ganz guten Schaden. Das hätte sehr viel Schaden gemacht, um ehrlich zu sein.
Und Trombok ist natürlich jetzt immer noch langsamer als beide. Das ist klar. Das Ding ist... ja, Dynaflora gibt es ja auch noch. Existiert ja auch noch. Habe ich schon komplett ignoriert wieder. Ist aber auch okayer Schaden. So. Trombok ist bei einem 83er Speed. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nochmal slowen, sind wir langsamer als Aguion. Da ist jetzt halt die Frage. Okay, will ich hier vielleicht erstmal auf... Will ich hier nochmal auf Eissturm gehen, dann bin ich schneller als Voltula. Dann ist Trombok schneller als Voltula und Voltula bekommt gar keinen Hit raus. Aguion, kann der mir so viel? Wenn ich für deine Erdstoß gehe, ja gut, ich bin langsamer als Aguion, ne? Im Normalfall zumindest. Wir haben jetzt hier Lichtschild gesehen, das ist vielleicht noch ganz interessant. Das juckt mich für den Moment zumindest erstmal nicht. Will ich Terrier-Modus noch bulkiger machen? Ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, bin ich langsamer mit einem Eissturm. Ja, ich könnte auch für den Special Attack Drop gehen. Da macht Sigi weniger Schaden. Würde ich eigentlich auch fühlen, wenn ich ehrlich bin. Und dann vielleicht nochmal einen deiner Erdstoß hinterher. Oder deiner Spuk. Ich glaube, meine Capture Card macht ein bisschen Probleme. Ne? Ich hoffe, sie hält durch. Gehe ich für eine Standpauke oder für einen Eissturm? Ich glaube, Standpauke bringt mir insgesamt ein bisschen mehr Langlebigkeit gerade. Wäre beides eine Option auf jeden Fall für uns. Aber Schutzschild ist natürlich auch immer ein Play. Es wäre sehr geil gewesen, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt hier für Eissturm gegangen wäre. Weil Standpauke bringt uns natürlich gar nichts. Also gar nichts ist relativ, aber nicht sehr viel. Voltula, klar, der Damage-Output ist jetzt ein bisschen weniger. Aber Parachance hat er mit dem Donner halt trotzdem noch. Suicune sollte das aber ziemlich gut leben jetzt. Ich glaube, das macht jetzt, keine Ahnung, 30% oder so. Ja, und Gasfeld ist halt auch noch draußen. Das ist sehr delicious und wir kriegen mal keine Para. Und wir kriegen jetzt mit deiner Erdschuss sogar nochmal einen Spezialverteidigungsboost auf beiden Seiten raus. Das nimmt man auch mit und es killt auch Rosi. Wunderbar. Dann wissen wir hier jetzt aber schon nochmal den Donner, was ganz gut ist. Und wir wissen auf Aguion Schutzschild. Und das war ein bisschen useless für ihn. Außer, dass er natürlich seinen Spezialangriffsboost jetzt erstmal nicht verliert. Gut. Grasfeld ist unser Freund gerade auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr nice. Wir haben ein paar Informationen gesammelt. Er logischerweise auch. Aber Suicune ist jetzt schneller als Sigi. Ne? Der ist auf minus 1. Das müssen wir bedenken. Den kriegen wir zwar nicht langsamer als Trombok, aber das ist egal. Wir kriegen da auf jeden Fall eine Standpauke drauf, wenn wir das wollen. So, und jetzt kommt Fabio rein und Fabio ist Rotomski. Ja. Rotomski. Da kann ich theoretisch ja einfach einen Dynerspuk draufzimmern. Könnte ich theoretisch machen. Muss ich gerade mega Angst vor Aguion haben? Weiß ich nicht. Ich könnte Aguion auf jeden Fall einfach attacken mit einem Diner Erdschuss, falls er rausswitcht. Würde ich tatsächlich sogar fühlen, glaube ich. Wobei der jetzt nicht das riesige Problem ist. Aber wenn der raus ist, dann ist Glurak inklusive Kordel. Haben wir Kordel mitgenommen? Ja, ne? Ja. Das schnellste Mon. Wenn er jetzt... Ne, Evolit... Rizoros oder er. Ja, dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Und dann gehe ich hier doch normalerweise für eine Standpauke. Ich bin schneller, dann macht er kaum Damage. Wenn er switcht, dann bekommt Rizoros mega guten Damage schon mal. Also nicht super viel, weil der ist... fucking bulky. Aber genug eigentlich. Ja, und Suicune steht ja hier auch noch ganz gut. Fabio kann ich eh nicht outspeeden, wenn er nicht will. Irrlicht war natürlich eine Option hier, das ist klar. Ein Fehler habe ich... Nee, ich habe keinen Fehler gemacht. Nee, ist alles okay. Ich dachte gerade, ich würde Aguion ja outspeeden, wenn ich für den Speeddrop gehe, aber das ist natürlich nicht der Fall. Wir sehen auch, er hat keine Anti-Unlichtbeere drauf. Was sehr interessant ist. Geburntes Trombok natürlich nicht ganz so cool, logischerweise, aber Damage Output dürfte immer noch gut sein. Und Drachenpuls macht gegen Suicune halt gar nichts, ne? Also, dass er hier Suicune angreift, ist für mich komplett fein. Ich habe mir schon gedacht, Offensivwesten Suicune könnte es hier sein, ja. Dass das der Play auf jeden Fall ist für uns. Ja, und jetzt ist der halt plus 2 Spezialverteidigung. Also, wir müssen jetzt wirklich dieses Rizoros aus dem Weg räumen, das ist klar. Und ich glaube, mit Trombok wie mit Suicune haben wir hier auf jeden Fall eine ganz gute Option. Also es könnte, ganz vorsichtig gesagt, es könnte ein 4-0 werden. Grasfeld halt super gut, ne? Also gefällt mir wunderbar. Suicune plus Trombok. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass die auch ein geiles Duo werden. Aber Suicune generell sah in diesem Matchup einfach sehr delicious aus. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass er beide Elektro-Pokémon mitgenommen hat und dann auch noch hier in diesem Vierer-Cast mitgenommen hat. So, jetzt ist halt die Frage, okay? Jetzt ist halt die Frage, die ich mir stelle. Das sieht mir sehr nach Erdbeben gerade aus. Das sieht mir sehr nach Erdbeben gerade aus. Er könnte für ein Elektronetz gehen. Kann Rotom Elektronetz? Boah, das habe ich jetzt nicht unbedingt nachgeguckt, aber wenn ja, ist es ja okay, oder? Wir gehen für Holzgeweih hier hin. Und was will ich hier machen? Will ich den Siedewässern einfach? Oder gehe ich für einen Eissturm?
um Rotom irgendwie zu slowen. Rotom könnte theoretisch noch schneller sein als Glurak, hat aber die Anti-Elektrobeere, sollte also fein sein. Kann Rotom irgendwie Speed-Control-mäßig was machen? Er könnte jetzt irgendwas tricken. Was hat Rotom generell gemacht? Irrlicht, ne? Irrlicht und jetzt noch irgendwas? Oder war Irrlicht in dem Turn? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Drachenpuls war hier drauf. Okay, ich habe super wenig Zeit noch. Ich bin für Holzgeweih darauf gegangen. Ich glaube, wenn Rotom jetzt irgendeinen Stuff macht, ist mir das egal. Ich will den hier einfach weghaben und double den jetzt einfach. Und ah ja, er hat noch Dynamax. Stimmt, da war was. Dann ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir auf Lizaros gegangen sind. Weil der könnte tatsächlich nochmal ein bisschen scary werden. Aber im Normalfall sollte Trombok schneller sein und sollte Suicune schneller sein. Also Suicune safe. Suicune ist sehr, sehr safe schneller. Ich glaube, da gibt es keine Option. Außer er hat jetzt wirklich irgendwie Elektronet-Support. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Rotom das konnte. Seitentausch ist natürlich eine Option. Ja. Also wie gesagt, ne, den jetzt hier zu unterschätzen, wäre ein großer Fehler. Dieses Rizeros. Der ist scary des Todes. Aber wir kriegen ein Siedewasser rauf und wir kriegen ein Holzgeweih rauf. Und er kann halt nur einen von allen auslocken. Boah, das Holzgeweih, Bruder! Junge! Bankrit, aber... Ja, hat es gemerdert? Maybe. Weiß ich halt ehrlich gesagt nicht so genau, weil wir sind im Grasfeld, wir sind live up, es ist Stab. Von daher ist das, glaube ich, erstmal okay. Die Frage ist, wie viel Damage macht jetzt dieses Rizeros mit seinem... Deiner Brocken? Okay. Ja, auf Trombok wird es halt trotzdem schon... Okay, er geht auf den Terrier-Modus. Ich bin auch dumm. Ich überlege, hä, warum denn deiner Brocken eigentlich? Warum denn eigentlich deiner Brocken, Brudi? Aber ja, macht natürlich irgendwo Sinn. Weil ist ja auch Snap. Irgendwie hatte ich gerade Rizeros nur als Boden-Pokémon in meinem Kopf. Okay, so Trombok ist wie gesagt schneller. Wir kriegen da jetzt nochmal ein Holzgeweih rauf, was schmecken dürfte. Aber ich bin sehr davon ausgegangen, dass er sich hier einen Spezialverteidigungsboost nochmal holt. So, aber wir haben Kodel und Glurak in the back, ne? Das heißt, hier zu switchen bringt irgendwie nicht so sonderlich viel. Weil wir, ne? Hat er gut gemacht, hat er mit seinem, also mit Gestein hätte er hier auf jeden Fall unsere Switches abgedeckt. Ich denke, unser Play ist jetzt halt einfach stumpf raufhauen mit Holzgeweih und Siedewasser und hoffen, dass das vielleicht sogar schon killt. Ich glaube nicht, weil er sich den Spezialverteidigungsboost ja auch durch den Sandsturm geholt hat. Also auch dementsprechend sehr gut gewesen von ihm. Aber mal gucken, wie viel Schaden das macht. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir das gewinnen werden. Da sehe ich eigentlich keine andere Option. Burn-Chance haben wir auch noch. Kriegen wir heute sogar mal. Suicune wird, denke ich, dennoch sterben. Aber falls er sich jetzt entscheiden sollte, ich gehe hier auf Trombok, weil Suicune stirbt vielleicht dann am Sandsturm in der nächsten Runde, dann wäre das natürlich sehr, 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 sehr viel wert. Donald Trump macht auf jeden Fall einen guten Job. Er geht für deinen Erdstoß, dann wird hier Suicune fallen. Denke ich mal. Yes, so ist es, so ist es, so ist es. Wir haben ja leider kein Schutzschild auf Suicune drauf, das heißt, er holt sich hier auf jeden Fall einen Kill. Was für die Differenz ein bisschen schade ist, aber ist mir komplett Latto. Weil nach dem letzten Spieltag will ich einfach nur noch die einzelnen Matches hier gewinnen. Scheißegal, was für eine Differenz dabei letztlich rumkommt. Okay, der ist geburnt. Das ist halt sehr, sehr gut. Das heißt, ich traue Trombok auf jeden Fall zu, einen Hit zu leben. Und würde jetzt halt in irgendwas reingehen, was auf jeden Fall nicht sterben wird. Und das wird dann Kordel sein. Die Frage ist jetzt, will ich Schutzschild auf Kordel offenbaren? Weil Kordel ist langsamer. Ne? Das muss ich bedenken. Wir haben aber die Antibodenbeere. Wenn wir jetzt auf Schutzschild gehen, könnten wir die Antibodenbeere und die Dings offenbaren. Und die und mein Schutzschild offenbaren. Was ich nicht so cool finden würde. Wenn wir auf Jijix gehen, wird er hier den Gesteinsmove reindrücken. Es killt das dann vielleicht trotzdem, weil es ist vierfach effektiv. Es wird gefittelt, also ist es normal effektiv nach einem Schutzschild. Und dann ist er auch noch geburnt. Ich will ihm so wenig zeigen wie möglich, ehrlich gesagt. Deswegen ist jetzt für mich die Frage, wer von beiden ist gerade der Play, um weniger zu zeigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke, es wird Jijix sein. Ich könnte sogar vielleicht für Brandsand einfach gehen. Boah, aber killt es in Kombination? Er ist halt schon plus 2 Spätstaff und sowas. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde aber hier das Schutzschild zeigen. Wobei das auch eine wichtige Information für ihn sein könnte. Bin ich mir jetzt nicht so ganz im Klaren. Wir gehen für Holzgeweih. Ich meine... Heben wir... Wir müssten eins leben, oder? Also vielleicht ist er komplett offensiv. Dann ist, wie gesagt, dieser Dynamax-Gesteins-Move ultra strong. Aber er ist geburnt. Also es ist nur normal sehr effektiv. Und dann wird es gefiddelt. Und dann truste ich Glurak jetzt einfach mal. Ich truste Jijix jetzt mal, dass Jijix hier in den Hit lebt. Komm,
Komm, komm, komm, komm, komm. Und im Optimalfall killt Trombok nicht mal. Und dann können wir sogar Glurak den Kill geben. Vielleicht throwen wir hier aber auch ein klein bisschen. Ja, das ist genau die Range, in der wir den haben wollen. Außer der stirbt jetzt sogar am Burn. Dann holt sich Donald Trump hier tatsächlich noch einen weiteren Kill. Wofür geht er? Wofür geht er? Wofür geht er? Deiner Brocken auf Glurak. Bitte kill nicht. Bitte kill nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Nee, okay, easy, 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 easy. Okay, und jetzt stirb bitte nicht am Burn. Ich würde Donald Trump, ich gönne ihm alle Kills der Welt, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Killliste achten, okay? Wenn wir gerade den Spielraum haben, hier auf die Killliste zu achten, dann sollte ich das auch tun. Und dann werde ich jetzt für den Brandsand gehen. Ah, er lebt noch. Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt für, einmal Holzgeweih, blub, nichts Neues zeigen und einmal Brandsando. Right, ich könnte wahrscheinlich auch mit einem Luftschnitt killen. Ziemlich sicher würde ich mit einem Luftschnitt killen, aber der kann auch noch missen. Ich offenbare hier ihm den Brandsand nochmal. Ist okay für mich. Ich hätte hier auch Schutzschild gehen können, um ihm so wenig wie möglich zu zeigen. Aber ich glaube, das ist für mich in Ordnung. Okay, was nehmen wir daraus mit aus diesem Match jetzt? Rizeros hat auf jeden Fall kein Schutzschild bisher gezeigt. Er hat einfach nur Erdbeben gezeigt. Er hat, also zumindest einen Bodenmove. Ich schreibe mir mal Boden auf, Gesteinsmove, ne? Das ist das, was er gezeigt hat. So, bei Rotom haben wir Irrlicht, Seitentausch gesehen. Ich glaube, keinen Elektromove. Voltula, Lichtschild, Donner und den Fokusgurt. Aguion wissen wir, Schutzschild und Drachenpuls. Und ich glaube, das sind die Informationen, die wir gewonnen haben. Über das Item bei Aguion wissen wir nichts, über das Item bei Rotom wissen wir nichts. Könnte aber halt die Anti-Geistbeere sein. Aber das lief schon mal sehr, sehr gut. 3-0 gehen wir hier raus und jetzt geht es natürlich rein ins nächste Match. Und ja, schauen wir mal, wie machen wir das jetzt? Machen wir genau dasselbe nochmal? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Weil eigentlich hat es ja sehr gut funktioniert. Ich bin aber natürlich auch ein Freund, ein bisschen zu variieren. Wir gucken einfach mal, wie er darauf reagieren müsste jetzt. Wenn wir Trombok da stehen haben, dann ist es vielleicht direkt Rotom zum Verbrennen? Righty? Direkt Rotom zum Verbrennen. Trombok im Bizarro-Raum sieht eigentlich auch gut aus, oder? Dürfte schneller sein als alles. Und mit Suicuns Hilfe vielleicht sogar... Mit Suicuns Hilfe vielleicht sogar... Nee, Suicun bringt ihm da nicht viel. Kriegen wir alles gewone-shottet. Den, also Rizeros ja, Rotom ja, Voltula ja. Hat aber einen Fokusgurt, ist aber egal. Bizarro-Raum kriegen wir aber nur raus mit Fujitora. X-Bad Rotom. Wenn ich mit Donald Trump einfach protecte, also deiner protecte, verliere ich halt eine deiner Runde, aber ich kann Rotom auf jeden Fall slowen. So dass der sein Irrlicht nicht rausbekommt. Was halt ganz cool wäre. Ich sehe hier auf jeden Fall Rotom gerade im Lead. Ehrlich gesagt. Ich könnte auch mit Fujitora Donald Trump leaden. Habe aber dann keine Speed Control. Könnte aber Bizarro Raum rausholen. Das sind jetzt die Optionen, die wir haben. Suicune sieht halt trotzdem sehr insane aus. Nee, ich glaube, ich gehe sogar fast nochmal für dasselbe. Komplett für dasselbe. Jetzt könnte Grandiras halt mitkommen. Weil die beiden so ein bisschen revealed wurden, dass die mit dabei waren. Finde ich die gut. Eigentlich ja, ich glaube, ich bleibe komplett beim selben. Also, ihr wisst, ich mag gerne ein bisschen Variation und so, aber halt auch nur, wenn es sich anbietet. Und irgendwie bietet es sich jetzt hier nicht so unfassbar krass gut an. Wie gesagt, ja, Cleopatra wäre eine Option, aber irgendwie brauchen wir den Kreideschrei nicht sonderlich. Klar könnten wir Rotoms Irrlicht so ein bisschen umgehen damit, aber das schaffen wir eigentlich im Normalfall auch mit Suicune. Dementsprechend sollte das eigentlich funktionieren. Wir müssen vielleicht eine Dynamax-Runde so ein bisschen aufbrauchen mit Donald Trump, aber das sollte okay sein. Wir sehen Nils und Siggi, das sind Aguion und Grandiras, wir erfahren zwei neue Items. Direkt Stift zur Hand nehmen, ja. Christian schreibt ja auch immer sehr gerne sehr laut mit seinem Stift. Wir schreiben einfach nur sehr viel. Schnüffler offenbart Schwächenschutz von Nils und Pjapa-Beere. Schwächenschutz von Nils, okay. Das ist natürlich eine interessante Sache. Das heißt, Eissturm eher schwierig. Und die Pjapa-Beere. Was ist denn die Pjapa-Beere? Antipsycho? Es ist nicht Eis, es ist nicht Boden. Drache? Auch nicht, ne? Ja, okay. Also das bedeutet, Eissturm gerade eher ein bisschen schwierig. Wenn wir ehrlich sind. Eissturm gerade eher ein bisschen schwierig. Wir könnten dementsprechend
für deiner Spuk gehen auf Nils. Und auf eine Dampfwalze treffe ich aber auch Donald Trump. Ich könnte aber protecten eine Runde. Das wäre eine Option. Er könnte aber auch sein eigenes Mon irgendwie angreifen und dann Schwächenschutz triggern, ne? Ich glaube, wir gehen hier tatsächlich auf deiner Wall. Und ich gehe für eine Dampfwalze um den Na, Speed bringt mir irgendwie nichts. Oh. Ich bin dumm. Ah! Verdammte Scheiße. Das kann jetzt richtig in die Hose gehen, Alter. Je nachdem, was bei Suicune rauskommt. Aber Trombo können wir halt direkt verlieren, eventuell. Ja, der Timer. Der Timer. Ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden, wie ich dagegen jetzt angehen will. Deiner Wurm kommt, droppt natürlich den Angriff um eine Stufe. Macht sehr wenig auf Terrier-Modus, das ist halt gut. Aber wenn ich jetzt auf den Eisturm gehe, ne, weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde. Vor allem, falls ich jetzt noch Bizarro-Raum zusätzlich rausholen sollte. Schuppenrasseln kommt, okay, das trifft beide. Macht okay einen Damage. Also das war jetzt nicht die schlimmste Runde des Todes, aber es kann zur schlimmsten Runde werden, wenn ich jetzt hier für den Eisturm gehe, nämlich ja. Damit mache ich Grandiras natürlich sehr, 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 sehr strong. Und wenn jetzt noch zusätzlich der Bizarro-Raum rauskommt, dann weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt. Aber er wird Bizarro-Raum drücken, oder? Einfach das, was oben ist, glaube ich. Und damit würden wir... Ja, ach du Scheiße. Ist Donald Trump jetzt noch schneller als dieses Grandiras? Ach du Kacke, das ist, glaube ich, so worst case, was hier hätte rauskommen können. Okay. Grandiras, wenn der Speed spielt, dann sind wir immer noch schneller. So, das ist keine Frage, okay? Das ist easy going. Die Frage ist, ja, Suicune ist jetzt auf jeden Fall das langsamste Pokémon auf dem Feld. Weiß ich jetzt nicht, wie gut ich das finde. Ich meine, Bizarro-Raum ist ganz cool so für Dings. Ja? Für Kurdel. Glurak ist auf jeden Fall... Das war halt ein Drecksplay, sind wir ehrlich. Ja, ich muss jetzt schon fast für den maximalen Damage irgendwie auf Nils gehen. Der ist auf jeden Fall auch speziell, was schon mal gut zu wissen ist, aber ich glaube, das wird halt schwierig werden. Wir sind auf minus 1 Angriff. Ja, wahrscheinlich macht das sogar gar keinen Sinn, jetzt gerade damit zu attacken, oder? Ich kann mich wieder nicht entscheiden, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich gehe hier nochmal für die Standpauke oder so. Ja, also das wird jetzt ganz, ganz schwierig werden, zurückzukommen. Ich meine, Kurdel ist geil so. Wir kriegen hier nochmal ein leckeres Erdbeben raus, mit dem wir natürlich auch dem Terrier-Modus sehr viel Schaden machen. Vielleicht bringen wir den so ein bisschen in Kurdel Range, aber ja, das könnten 2 Kills für den sein. Der ist halt auf plus 2 jetzt, ja. Okay. Dieser Timeout, Alter, der hat alles zunichte gemacht. Jetzt muss Kurdel irgendwie carryen und wir haben leider keine Eruption dabei. Was sehr, sehr schlecht ist. Weil mit Eruption, glaube ich, könnten wir beide killen. Das wäre durchaus möglich. Ohne Eruption wird es auf jeden Fall ein bisschen tricky werden. Ja, jetzt kommen Jijix und Kurt rein. Jijix ist das langsamste Pokémon in diesem Fall. Das heißt, wir müssen eigentlich schon protecten. Wenn nicht sogar deiner protecten. Ich glaube, normales Protecten würde gehen. Kurdel ist speziell defensiv. Das ist zumindest gut. Ich könnte mich jetzt auch darauf konzentrieren, Hauptsache dieses Grandiras erstmal rauszunehmen. Und Aguion werden wir schon irgendwie leben oder sowas in die Richtung. Und ich hole mir einen Spätstef-Boost, weil... Ja, wen könnte er dann noch haben? Rizeros und Dings, ne? Ja, Rizeros hält jetzt auch so Trash, ne? Im Bizarro-Raum. Für Glurak zumindest. Ja, regen wir uns nicht weiter drüber auf. Gucken wir, wie wir das irgendwie fixen können. Ja, hier ist es wahrscheinlich irgendwie sowas in Richtung deiner Erdstoß auf Siggi. Und vielleicht hier... Ja, Hitzewelle wird wahrscheinlich nicht killen, ey. Wird vermutlich nicht killen. Und dann könnte Kurdel direkt weg sein. Und Kurdel ist das wichtigste Mon. Vielleicht probiere ich es zu deinem Maxen, deiner Erdstoß auf Nils. Deiner Flug ist ja mega dumm. Ja, deiner Erdstoß auf Nils. Das sollte eigentlich in der Sonne killen. Und hier protecten wir eine Runde oder sowas. Damit wir gleich nochmal Hitzewelle, Solarstrahl und so einen Mist haben. Ah, Gott im Himmel. Ich meine, ich habe das natürlich nur gemacht, damit Glurak jetzt hier möglichst viele Kills farmen kann. Aber ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob Glurak jetzt hier wirklich allzu lange stehen wird. Ob der überhaupt eine Runde überleben kann. Das ja war ja mal wieder... Also da habe ich mich ja auch wieder in die NPBL-Tradition eingereiht, was Fails angeht, ey. Dass dann aber auch Eisturm into Bizarro-Raum kommt, ist halt worst case des Todes, ne? So, Kurdel ist am schnellsten mit dem Protect natürlich. Was kommt hier? Ich hoffe, er fokus Kurdel ein bisschen. Nils geht auf Schutzschild. Es könnte okay sein, weil Glurak damit auf jeden Fall überlebt. Deiner Wurm ist okay, also macht halt Damage so, ne? Aber ist okay.
Wir bringen jetzt nochmal ein bisschen Spätstaff-Power raus, was ganz geil sein kann. Weiß ich jetzt noch nicht, wie gut ich das finde. Also mit plus 1 Spätstaff ist halt Glurak, steht Glurak sehr, sehr gut da. Das ist halt nice. Und das ist guter Damage. Und damit könnte das auf jeden Fall in Hitzewellen-Range sein. Und ich glaube, ich muss so ein bisschen darauf setzen. Ich glaube, ich muss ein bisschen darauf setzen, dass Hitzewelle hier killt. Dass Kot hier einfach ein bisschen carried. So, und wir sind plus 1 Spätstaff, was saugeil ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nochmal Argoyon fokussen. Ich meine, ja, Argoyon kann Schutzschild haben. Oder hat Schutzschild, das wissen wir. Was wissen wir bei Grandiras? Schutzschild, jetzt nicht nachlässig werden. Und Schuppen rasseln. Ansonsten haben wir da sehr wenig Infos dazu bekommen. Ja, wenn ihr das jetzt protected, ist halt nervig. Aber ich farm zumindest nochmal einen Spätstaff-Boost. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und Hitzewelle, let's go. Ja, ich denke, das ist unser Play jetzt gerade. Nutzen wir den Bizarro-Raum zumindest für Kodel. Blöd wäre natürlich, er protected auch nicht mit beiden. Das heißt, er bekommt nochmal einen Hit mit seinem Argeon raus. Oh, und Nils überlebt ganz, 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 ganz knapp. Das ist dann ein Loss, glaube ich. Ja, das wird schwierig werden. Das wird schwierig werden. Und Draco kommt und Draco trifft. Geht er auf Glurak oder geht er auf Kodel? Er geht auf Kodel, ja. Okay, dadurch, dass das jetzt ganz knapp nicht gekillt hat, ist das ein Lose. Wahrscheinlich sogar ein hoher Lose. Weil Glurak ist halt das langsamste Pokémon. Ja, wir sind natürlich... Wobei, ich krieg natürlich Argoyon noch raus. Aber ich spiele halt keine Hitzewelle mehr. Das ist halt blöd, dass ich keine Hitzewelle mehr spiele. Wir kriegen nochmal einen Spätstaff-Boost. Was halt geilo ist. Ja, das wird schwierig, ey. Das wird schwierig. Ich meine, immerhin Kill für Glurak, ein Zweiter. Wir farmen die einfach. Dafür ist das. Einfach nur, um es nochmal richtig spannend zu machen. Drittes Match und so. Nochmal ein paar Kills für Glurak. Ist halt jetzt schon auf ungefähr 50%. Das heißt, die Anti-Elektrobeere wird uns da auch nicht mehr so unfassbar viel bringen. Es kommt jetzt Flu rein. Das ist dann wahrscheinlich Voltula. Ne, das ist Rizoros. Okay. Ja, der ist halt schneller. Jetzt muss ich halt gucken. Wie viele Bizarro-Runden habe ich noch? Eine. Okay, das ist gut. Danach ist Glurak das schnellste Mon. Das größte Problem ist halt, dass ich nicht beide auf einmal ausnocken kann, dass ich auch nur deiner Erdstoß habe. Und deiner Erdstoß killt den mit Evolit auf jeden Fall nicht. Das bedeutet, worauf muss ich gehen? Ich glaube, ich muss dafür spielen, dass er seine Steinkante misst. Ja, ich glaube, das ist mein einziger Play, um hier noch irgendwie einen Win zu holen. Ich werde auf jeden Fall deiner wallen. Und Nils hat Schutzschild schon gezeigt, ne? Dann wird es auf jeden Fall ein bisschen 50-50-lastig. Aber wir müssen erstmal protecten, weil gerade ist Rizoros natürlich schneller. Ja, Steinhagel hat er. Okay, das heißt sogar eine genauere Attacke. Die killt uns natürlich immer. Ist logisch, ist klar. Und jetzt müssen wir... Ja, Sonne bleibt halt auch nicht mehr unendlich lange draußen, ne? Ich weiß nicht, ob ein Brandsand killen kann. Er kann halt jetzt, also im Normalfall gewinnt er 2 Runden Sonne haben wir. Kann der Brandsand killen? Ich glaube, in der Sonne vielleicht. Ja, darf man nicht unterschätzen, aber wird schwierig. Aber ich glaube, wir werden auch kein Schuppenrasseln mehr leben. Wir sind zwar plus 2, er ist aber auch plus 2. Righty. Die Zeit können wir uns nehmen, aber das verlieren wir. Ja, er ist halt minus 1 Speed. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schneller. Er ist minus 3 Verteidigung. Crazy. Ja. Schuppenrasseln trifft halt safe. Er könnte da aber protecten. Ist jetzt halt die Frage. Er könnte da auch rausgehen. Ich glaube, ich muss für den Miss gehen. Es kann sein, dass er protected, aber vielleicht kriegen wir dann zumindest noch einen Kill für Glurak. Ja. Brandsand kommt raus, dann ist es zumindest noch ein Kill für Glurak. Machen wir das Beste aus der Situation. Und jetzt müssen wir halt einfach den Steinhagel dodgen und dann ist halt easy. Und wir dodgen nicht, okay. Ist aber auch nur fair. Das war hart gefailt von mir. Ja, und wir wissen jetzt, dass der Steinhagel auf jeden Fall hat. Okay. Ja. Das hat mich dezent aus dem Konzept gebracht. Oh Mann, ist das ärgerlich. Wenn ich das jetzt verliere, Alter, dann quitte ich die Liga. Ne? Dann quitte ich einfach die Liga. Okay, wir müssen kurz drüber nachdenken. Er hatte gerade Grandiras und Argoyon im Lead. Wir wissen jetzt aber, Grandiras ist speziell. Das heißt, es ist komplett fein, glaube ich. Wir protecten einfach eine Runde mit Trombok. Oder greifen wir einfach an mit Trombok?
Ist, glaube ich, egal, ne? Wir können auch einfach direkt Dynamaxen und uns einen Spitz-Def-Boost holen, Argoyon attacken. Klar, wir sind dann minus 1 Attack. Aber Leben-Orb sollte das eigentlich schon ganz gut rausbügeln. Ja, ich glaube, wir machen sogar nochmal das Gleiche. Ich könnte mit Cleopatra gehen, direkt den Trick Room rausholen. Aber Donald Trump ist halt langsamer als Rizeros. Rizeros ist jetzt auch nicht das größte Problem für Donald Trump. Aber ja. Ja, das war halt ein bisschen lost, Alter. Das war ein bisschen sehr lost. Hm. Irgendwie, ich hätte halt irgendwas machen müssen dann in dem Moment. Irgendwas hätte ich machen müssen. Und nicht nochmal kurz zurückgehen. Alles wäre besser gewesen als das, glaube ich. Naja, okay. Wir gehen, glaube ich, nochmal komplett gleich ein in die Sache. In den Lachs. Wenn Grandiras Argoyon kommen, dann gehe ich halt für eine Standpauke und deiner Bodenmove in Argoyon. So. Ich bekomme dann ganz gut Damage, aber ich glaube nicht, dass der Trombok in der Dynamax mit irgendeiner Kombination rausnehmen kann. Sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht kommen. So. Alles andere müsste auch okay sein. Vielleicht denkt er jetzt sogar, okay, Bizarro-Raum war irgendwie ein Plan von mir oder sowas. Und er verhöhnt jetzt Donald Trump oder so. Das wäre halt super nice. But yes. Ja, sind es Jijix und Code in the back? Wenn ich nicht den Bizarro-Raum raushole, vielleicht. Dann maybe. Jijix ist es, glaube ich, schon. Ist es auch die Sonne? Sonne natürlich geilo. Aber ich könnte natürlich auch irgendwie Support noch mitspielen. Oder hier X-Bagman noch in der Hinterhand haben. Was auch noch eine Option wäre, gerade wenn Trombok die ganzen Drops und sowas bekommt. Irrlicht könnte aber nervig sein. Ich könnte auch nochmal komplett für das Gleiche gehen. Wäre möglich. Wie gut sieht X-Bagman aus? Psycho, Psycho, Psycho. Stahl, Psycho. Ja, eigentlich drücke ich immer Psycho-Move. Wäre halt auch okay. Ich glaube, wir gehen dieses Mal sogar für Glurak und Metagross. Metagross ist halt auch nochmal bulky. So, und den kriegt er halt auch nicht so easy gebrochen. Also ja, mit Erdbeben zum Beispiel oder Pferdestärke, aber dann muss er sich halt entscheiden, ne? Wenn Glurak da noch steht. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, mit dem Terrier-Modus diesbezüglich ein bisschen was zu machen. Okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt nochmal derselbe Shit kommt. Wir sind natürlich trotzdem aufmerksam, was das Item angeht. Wir haben super viele Informationen mittlerweile rausfinden können. Ja, und haben zumindest schon mal 3 Kills für Glurak gefarmt, oder? Ist doch schon geil. Jetzt noch 4 weitere und ich bin zufrieden. Aber warten wir ab. Im Optimalfall holt der Trombok vielleicht nochmal ein paar. Ja, okay. Jetzt ist es die Kombination. So, bin mir jetzt relativ sicher, was ich hier tun werde. Da sehe ich eigentlich gar kein Problem. Guck mal, selbst wenn er meinen Angriff jetzt mit dem Deiner Drachen-Move senkt, ist es ja komplett in Ordnung für mich, weil er ja mit Schuppenrasseln auch seine Verteidigung senkt. Wisst ihr? Das heißt, es ist ja eigentlich komplett in Ordnung erstmal für mich. So, wir gehen für Dynamax Boden auf Siggy. Kann er predicten, kann er protecten, ist aber okay, glaube ich. Sehe ich jetzt erstmal nicht das große Problem. Er könnte natürlich switchen und den Boden-Move jetzt predicten, indem er rausgeht auf Rotom oder X-Bart. Wäre das ein Problem? Weiß ich nicht unbedingt. Also ja, wäre nervig, weil wir eine Dynamax-Runde wasten und so und wäre ein guter Play von ihm. Könnte ich predicten, könnte daher auf Nils gehen. To be honest, will ich aber potenziell sehr viel Schaden hier rauf drücken. Ich glaube, Nils wäre ein bisschen sicherer. Wir gehen aber für Siggy. So, wir Dynamaxen zuerst. Das heißt, er switcht nicht raus. Und das heißt, er Dynamax auch generell nicht. Ready? Das heißt, ich sehe auf Argoyon jetzt hier potenziell Schutzschild und einen Attack von Grandiras oder so. Aber das wäre sehr okay. Vielleicht hat Grandiras auch noch irgendwie einen interessanten Status-Move oder sowas. Mal schauen, was hier sein Plan so ist. Dieses Mal. Flammenwurf, okay. Macht guten Schaden. Kein Burn. Und Flammenwurf nochmal. Okay, macht guten Schaden. Kein Burn. Danke. Okay. Ja, würde ich sagen, ist fair. Würde ich sagen, ist sehr, sehr fair. Wir droppen den Spezialangriff und hauen Siggy raus, holen uns einen Spätstef-Boost. Dadurch, dass er mich jetzt halt gefokust hat, lässt er das Suicune stehen, was für mich erstmal okay ist. So, weil Grandiras ist jetzt schon mal für Suicune gar keine Gefahr mehr. Selbst wenn wir den Schwächenschutz triggern würden, wäre das voll okay. Und wir nehmen halt Argoyon raus. Vielleicht hat er den Bulk von Trombok ein bisschen unterschätzt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall für mich erstmal sehr in Ordnung. Problem ist natürlich, logischerweise, dass ich jetzt in einer Range bin, wo mich viele, viele Pokémon rausnehmen können. Zum Beispiel Rotom. Ich überlege aber, dass wenn jetzt Rotom zum Beispiel kommen würde,
Flammenwurf ist übrigens nochmal was, was wir wissen. Das schreibe ich mir zumindest für Grandiras auf. Da könnte es nochmal relevant werden. Okay. Voltula. 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 Können wir leider nicht outspeeden, wenn ich hier für Dampfwalze gehen sollte. Können wir leider nicht outspeeden. Also mit Suicune ja, aber auch nach zwei, also nach Dampfwalze into... Dings ist Voltula potenziell immer noch schneller, aber macht ihr mir 89 KP mit irgendwas? Wenn ich für eine Standpauke gehen würde, ziemlich sicher nicht. Ich glaube, ich gehe hier aber für eine Dampfwalze tatsächlich. Protector einmal mit Donald Trump, weil ansonsten kriegen wir eh keinen Hit raus. Ja, ich glaube, das ist mein Play to go. Vielleicht dann sogar Grasfeld noch rausholen für Suicune. Könnte eine Option sein, ja. Er kann natürlich Dynamaxen irgendwie mit Voltula oder sowas in die Richtung. Aber Suicune ist halt plus 1 Spezialverteidigung. Also selbst wenn der jetzt irgendwie in die Dynamax geht und da irgendwas macht, irgendeinen Stizzle-Manizzle, ist das okay. Ich glaube, er kann auch nicht den Schwächenschutz von Grandiras triggern. Von daher mal gucken, vielleicht gewinnen wir mit Dino Wall jetzt sogar super viel. Wichtig ist natürlich, dass er sich Dynamax aufbewahrt. Das müssen wir uns, sollten wir uns dieses Mal im Optimalfall merken. Das ist sehr aushaltbar. Bitte keine Para. Es kommt die Para. Die kann jetzt sehr, sehr mätternd sein, wenn wir da die Full Para bekommen. Flammenwurf ist fein. So, komm, Dampfwalze. Bitte, 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 bitte. Yes, okay, das ist wichtig. Problem ist natürlich, Suicune ist jetzt nicht mehr schneller. Das ist ziemlich bad, weil wir halbierte Initiative haben. Das heißt, ja, das ist ziemlich bad. Also die Para ist sehr, sehr bad für uns. Weil jetzt Trombok halt nicht unbedingt mehr den Hit rausbekommen wird. Ich meine, ich kann es nochmal versuchen. Ich meine, der ist minus 1 und wir sind plus 1. Also vielleicht kriegen wir sogar einen Hit raus. Nur wenn er doubelt, dann halt wahrscheinlich nicht, ne? Gehe ich jetzt hier für Standpauke. Die sind beide geslowed. Die kann ich beide Special Attack mäßig droppen. Fände ich eigentlich ganz solide. Könnte ich weiter droppen. Ja, ich glaube, das tun wir. Aber Terrier-Modus gepaart ist halt echt, tut halt echt weh. So, und hier gehen wir nochmal, denke ich, für einen Deiner Erdstoß auf wen? Nils ist Drache, der kann halt paran. Das heißt, ich würde hier ganz gerne für Voltula, glaube ich, gehen wollen. Ich hätte vielleicht auch nochmal gucken können. So, Donner kommt, ist sehr, sehr aushaltbar. Der Flammenwurf, der zusätzlich wird aber wehtun und vielleicht killen. Donald Trump, absolutes Biest, absolute Maschine. Wir kriegen nochmal einen Deiner Erdschuss raus. Das heißt, Suicune ist quasi unbesiegbar auf der speziellen Defensive. Live-Op wird uns allerdings killen, weil wir 17 KP Live-Op-Damage bekommen. Das heißt, Tromburg ist jetzt auf jeden Fall erledigt. Und er hat jetzt zwei Pokémon, die noch potenziell Dynamaxen können. Grandiras ist aber komplett trashig unterwegs. Also wirklich komplett trashig. Der ist jetzt minus 2. Wobei, die Standpauke haben wir noch nicht rausbekommen, oder? Die kommt erst noch, hoffentlich raus. Ja, okay. Er ist minus 2. Das ist wichtig. So, der macht hier erstmal gar nichts mehr. Voltula ist weg. Das heißt, jetzt ist die Frage, wen wirft er da noch rein? Möglicherweise Rizeros. Dann wäre Glurak schwierig zum aktuellen Zeitpunkt. Wird generell tatsächlich noch ein bisschen tricky werden. Weil wenn wir da X-Bagman reinwerfen, muss er eigentlich für den Boden-Move schon fast gehen. Und dann könnte ich auf Glurak switchen und ein bisschen risky Stizzle-Manizzle machen. Weil, ja, to be honest, wird er ja immer... Also es kann auch noch Rotom kommen und Rotom kann verbrennen und so. Und da wäre Jijix ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir gehen erstmal in X-Bagman rein. Weil Jijix hat zumindest noch ein bisschen Speed-Control dann am Ende und kann schön finishen. Aber ja, es ist Rizeros. Okay. Jetzt ist die Frage, will ich Protect eine Runde mit Metagross und dann switchen? Das könnte ich nämlich probieren. Speed gedroppt habe ich. Das heißt, Metagross ist das schnellste Mon. Wir könnten Nils also einfach rausnehmen. Ich denke, ich gehe hier aber erstmal für ein Siedewasser. Suicune sollte alles okay erstmal leben. Nicht mega gut, aber okay leben. Gehe ich hier für ein Schutzschild oder greife ich hier einfach Nils an? Nils kann halt so ein bisschen Chip-Damage machen und so, ne? Das könnte nervig sein. Und in der Dynamax machen wir nicht sonderlich viel gegen den. Haben halt die Chance zu burnen. Er nimmt mich aber wahrscheinlich mit einem Move raus. Deswegen werde ich hier, glaube ich, erstmal eine Runde protecten. Könnte aber auch zu passiv sein, das Ganze jetzt. Könnte zu passiv sein. Vielleicht protectet er aber auch mit seinem Grandiras, um das irgendwie zu schützen. Er protectet mit dem. Okay. Finde ich aber grundsätzlich ganz gut. Und er misst den Terrier-Modus. Finde ich, glaube ich, sogar sad, dass er den misst. Weil dann wäre er noch weiter runter.
Ich probiere es, glaube ich, again mit Siedewasser und switche raus auf Glurak. Boah, kann ich das dann noch throwen? Natürlich, ne? Rizeros ist einfach ein Threat, muss man sagen. Sobald Trombok weg ist und so, ist der saugefährlich für unser Team. Generell super nicer Pick von ihm. Gehe ich jetzt hier raus in Glurak? Weil da muss ja eigentlich der Bodenmove kommen, wenn er Glurak attacken sollte. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass er Metagross hier nicht attackt. Ja, ich glaube, ich muss es tryen. Ich glaube, ich muss das gerade mal tryen. Und mit Glurak werde ich aber dann, denke ich, nicht nochmal rausgehen. Sondern werde dann nochmal einen Brandsand abfeuern, dass wir die beste Chance haben, Rizeros hier irgendwie zu verbrennen. Die Frage ist, kann Suicune noch schneller sein als Rizeros? Ja, ne? Ich denke schon. Er Dynamaxed wieder nicht. Hat sie schon gedynamaxed? Ne, hat nicht gedynamaxed, ne? Flammenwurf ist geil erstmal. Kuss geht raus. Sieht er, was er kommt. Burn wäre richtig delicious. Sollte auch so halt kranken Schaden machen. Warum geht der denn nicht in die Dynamax? Sag mal. Und Pferdestärke. Keine Wirkung auf Jijix. Okay, der Play ging perfekt auf. Das heißt, Jijix kann sich jetzt auf jeden Fall einen Kill holen. Da gehen wir rein. Und wir machen das, was auf jeden Fall nicht zu einem Kill für Jijix. Also für einen Kill-Steal für Jijix führt. Und das ist Siedewasser hierauf. Wir gehen für Brandsand. Ich weiß nicht, ob er die Dynamax vergessen hat. Aber Brandsand sollte doch jetzt immer killen. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ja, er Dynamax einfach nicht. Fällt er hier gerade auch rein? Sind wir hier wieder im Fail-Festival 3000 oder was? Oder hat er gedynamaxed? Warte mal, er hatte... Wen hatte er im Lead? Voltula und Argoyon, oder? Und Argoyon ist doch einfach, hat doch einfach nicht gedynamaxed und ist dann nicht gestorben, meine ich. Ja. Okay, das heißt, er donatet uns 2 Kills für Glurak nochmal. Das heißt, wir holen mit Glurak insgesamt 5 Kills. Lief also alles nach Plan. Selbstverständlich. Genauso haben wir das gewollt. Ich meine, er kann Glurak immer noch critten und wir können Luftschnitt missen und sowas, ne? Das ist natürlich möglich. Ja, wir gehen jetzt hier für einen Switch. Wir gehen für einen Switch. Ich will wirklich hier nicht noch irgendwie den Kill verlieren. Und dann gehen wir für Luftschnitt auf Nils. Selbst wenn er den Dynamax, sollte das eigentlich für Glurak kein Problem sein. Luftschnitt dürfte killen, vermute ich sogar fast. Wir treffen den auch und das war's dann, oder? Ja. Okay. Also, ich donate ihm den zweiten Kampf. Und er, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin und das nach dem zweiten Match können wir das durchaus annehmen. Und er donatet mir den dritten Kampf. Interesting. 3-0, 4-0, 3-0. Super weirder Spieltag. Sehr, 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 sehr weird. Aber GG. Ja, Dynamax. Also, gehen wir mal davon aus. Er hatte wirklich noch Dynamax übrig und hätte Rizeros Dynamaxen können. Wäre das noch gefährlich geworden? Wie wir gesehen haben, war Suicune schneller. Wir haben Glück gehabt dieses Mal und keine Fullpara bekommen. Wir hätten Siedewasser rausgeballert. Das hätte um die 40% gemacht. Unser Switch ist aufgegangen. Dass da der Bodenmove auf Metagross kam, wo wir in Glurak gegangen sind. Danach hätten wir dann nochmal die Chance auf Siedewasser plus Brandsand gehabt und das hätte im Normalfall gekillt. Also so wie er gespielt hat, wenn er genauso gespielt hätte, wenn er Dynamax gehabt hätte, hätten wir das, glaube ich, trotzdem gewonnen. Ja. I don't know. Auf jeden Fall MVP, glaube ich, des Matches. Ohne Frage. Suicune. Bin aber auch sehr froh, dass Donald Trump hier richtig gut Work gemacht hat. Der Einzige, der wirklich richtig, richtig scheiße Work gemacht hat, war zum einen Kurt. Der war wieder nicht gut. Irgendwie. Und zum anderen ich. Selbstverständlich. Mich können wir da, glaube ich, auf Platz 1 sogar noch ein bisschen über Kurt setzen. Ich reite quasi auf Kurt in die... in die Länder der Lostness und dort sehen wir uns dann am nächsten Spieltag wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Hauptsache 2 Punkte geholt. Wichtig.